Guten Abend miteinander. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum heutigen Abend zu dieser Vortragsreihe im Namen vom Herz, also Hausärztregion Zofingen. Er hat mich bereits vorgestellt. Mein Name ist Marc Burger, ich habe eine Allgemeinpraxis Zofingen. Wir gehen ja im Alphabet vorwärts und sind dort beim D und offenbar auch schon ein bisschen beim E. Und ich habe Ihnen einen Vortrag über den Darmkrebs. Der Darmkrebs, also wir reden vom Dickdarmkrebs. Der Dünndarm macht so gut wie nie Krebs und wegen dem beschränkt sich das auf den Dickdarm. In der Fachsprache sagen wir dem Kolonkarzinom. Und ich möchte eigentlich mal kurz die Bedeutung von dieser Erkrankung ist, dass sie sehr häufig ist. Er ist einer der häufigsten Tumoren, bösartigen Tumoren überhaupt. Hat eine Altersspitze so zwischen 40 und 60. Aber es kommt auch früher vor oder natürlich auch später. Und er hat auch von dem eine Bedeutung, dass man durch regelmäßige Kontrollen sehr häufig sogenannt rechtzeitig kann entdecken kann. Das heisst, dass man eine heilende Therapie kann durchführen. Und durch das ist natürlich die Heilungsrate massiv angestiegen. Was ist ein Karzinom oder eben ein Krebs? Krebs ist an und für sich eine relativ ungenaue Bezeichnung, weil da eigentlich alles darunter fällt, was irgendwie bösartig ist. Ein Karzinom ist ein Tumor, der ausgeht von einer Schleimhaut. Schleimhäute sind überall dort, wo es Höhlen hat, wo mit der Außenwelt in Kontakt sind. Das heisst, das ist einmal, lass mich schauen, wie das geht, im Mund, Nase, Rachen, also das ganze ORL-Gebiet, dann selbstverständlich die Atemwege, also das ist die Luftröhre, die Lungen und so weiter. Dann Magen-Darm-Trakt, das fängt natürlich auch im Maul an, ist dann die Speiseröhre, dann der Magen und dann kommt der Dünndarm und dann kommt der Dickdarm. Und abgesehen vom Dünndarm können eigentlich alle Teile bösartige Tumoren entwickeln. Dann ist Nieren-, Blase- und Genitalsystem, also der Blasenkrebs ist etwas, das nicht so selten ist, häufig im Zusammenhang mit Nikotin. Und dann ist natürlich im Genitalsystem der Prostatakrebs beim Mann. Bei der Frau sind es vor allem die Zervixkarzinom, also vom Muttermund ausgehend. Aber es kann auch andere Strukturen betreffen. Und dann ist natürlich noch Brustdrüse, wo grundsätzlich häufiger bei der Frau ist, aber es gibt es auch beim Mann. Also das Mammakarzinom beim Mann ist sehr viel seltener, aber es gibt es. Andere bösartige Tumoren, die nicht von Schleimhaut ausgehen, zum Beispiel vom Bindegewebe oder von der Muskulatur, die nennen wir Sarkom. Sarkos ist ein griechisches Wort und bezeichnet Fleisch. Und das sind Tumoren, die von anderen Strukturen ausgehen. Da gibt es natürlich von dem weißen Blutsystem ausgehend. Die sind auch nicht selten. Das sind Lymphom. Spezialfall davon ist eine Leukämie. Oder da gibt es Hirntumoren. Das sind Astrozytom, Glioblastom. Und nachher sind es noch ganz andere Tumoren, die bösartig können sein können, die jetzt aber hier nicht mehr speziell Erwähnung finden. Ich möchte etwas zur Anatomie sagen, für dass man eine gewisse Vorstellung hat. Also der Bauch ist oben begrenzt durch das Zwerchfell und unten durch den Boden des Beckens. Wir haben hier oben das Braune, das ist die Leber mit der Gallenblase, die hier grün ist. Auf der anderen Seite ist die Milz. Und hier ein bisschen gestrichelt dargestellt ist der Magen, wo verschieden gross kann sein. Und der geht dann nachher über hier in den Zwölffingerdarm und hier hinten ist Bauchspeicheldrüse. Das ist auch ein Organ, das relativ
häufig einen bösartigen Tumor kann auslösen kann. Und das Perfide an dem ist, der hat so viel Platz ringsum, dass es lang kein Symptom macht. Und wegen dem ist sehr häufig, wird es spät entdeckt. Und also ich tue bei mir in der Praxis zumindest einmal die Ferment bestimmen, die Bauchspeicheldrüse aussondern. Und wenn die angestiegen sind, nachher tue ich relativ freizügig zuerst mal einen Ultraschall und dann ein CT machen. Dann geht der Zwölffingerdarm über in den Dünndarm. Das habe ich hier einfach grün so summarisch dargestellt. Und jetzt kommen wir zu dem Organ, wo wir eigentlich darüber reden. Das ist der Dickdarm. Der fängt hier im rechten Unterbauch an. Das ist der Blinddarm mit dem Wurmfortsatz. Der Wurmfortsatz, das ist der, der gelegentlich entzündet ist und der Chirurgenarbeit gibt. Also das ist die Blinddarmentzündung, betrifft nur den Wurmfortsatz. Dann kommt der aufsteigende Teil vom Dickdarm oder Colon ascendens, wie wir sagen. Der Transversum, das ist da, was so quer drüber reingeht. Der Descendens und dann kommt also der absteigende Ast und dann kommt der S-förmige Teil, Sigma, sagen wir dem. Sigma ist der griechische Buchstabe, der S bezeichnet. Und dann kommt da unten das Rektum. Das ist der Enddarm, der nachher hinausgeht. Und ein grosser Teil der Tumoren ist eben dort unten. Also sie können, wie gesagt, im ganzen Dickdarm können sie vorkommen. Aber 40% sind in den letzten paar Zentimeter, und das hat doch eine gewisse Bedeutung, die sind zum Beispiel durch Fingeruntersuchung manchmal tastbar, nicht so selten. Und da kann man, wegen dem ist das nicht so eine unwesentliche Untersuchung. Man kann dann natürlich mit einer Rektoskopie, das ist also ein kleines Schwester von der Dickdarmspiegel, wo man noch den letzten Teil untersucht, relativ einfach das abklären. Ja, das war jetzt falsch gewesen. Denn die meisten gehen ursprünglich von einem Polyp aus. Polypen, das sind so gutartige Wucherungen von der Schleimhaut, die ins Innere vom Dickdarm gelangen. Und die kann man sehen, wenn man den Dickdarm spiegelt. Entscheidend ist natürlich die feingewerbliche Untersuchung. Das heisst, man nimmt Biopsien, man nimmt kleine Gewerbstücke aus, ich zeige nachher noch Fotos, wie das aussieht. Und dann gibt es solche, die ein relativ hohes Entartungsrisiko haben und andere, wo das nicht so ist. Die Risikofaktoren für Dickdarmkrebs oder Kolonkarzinom, das sind Polypen. Es gibt familiäre Häufung von Polypen. Es gibt sogar eine Erkrankung, wo man sagt, Polyposis coli, die haben massiv viele Polypen und entwickeln meistens schon in einem frühen Alter, so mit 30 Jahren oder noch früher, solche bösartige Tumoren. Dann ist das Alter über 50 ist sicher ein Risikofaktor. Dickdarmkrebs in der Familie, also wenn es schon viele Tumoren hatte in der Familie im Kolon, nachher dann gehört man zu einer Risikogruppe. Wenn vorher ein Brust- oder ein Ovarialtumor durchgemacht worden ist, gilt das auch als erhöhtes Risiko. Dann die entzündliche Darmkrankung. Das ist Colitis ulcerosa vor allem, aber auch der Morbus Crohn. Dann Übergewicht, zu wenig Bewegung. Zigaretten ist sowieso fast bei allen bösartigen Erkrankungen gehört zu den Risikofaktoren. Übermäßigen Alkoholkonsum, was das genau bedeutet, das sei dahingestellt. Ob es einen mäßigen Alkoholkonsum gibt, das ist schon eine andere Frage. Und durch stark gegrilltes Fleisch, also gerade so mit einem hohen Verbrennungsanteil, gilt ebenfalls als Risiko. Was sind die Warnzeichen? Also etwas vom ganz Wichtigsten ist, wenn es Blut im Stuhl hat. Und zwar nicht einfach am Schluss mit dem Papier, wo es ein bisschen Blut hat. Das ist etwas sehr Häufiges und ist meistens bedingt durch Hämorrhoiden oder durch kleine Risse in den Analfalten. Dann Veränderungen von Stuhlgewohnheiten. Also einer, der sowieso seit Jahren nur alle zwei oder drei Tage aufs WC kann,
dann ist das halt einfach so bei dem. Und dann gibt es solche, die gehen dreimal am Tag, das ist auch so bei denen. Aber wenn einer plötzlich jeden Tag muss gehen und vorher ist er nie gegangen, dann ist das eine Änderung von der Stuhlgewohnheit. Oder wenn der Stuhl anders aussieht, also gerade bei Tumoren, die sehr tief gefunden sind, wird der Stuhl manchmal ganz dünn. Man sagt, wir reden von Bleistiftstuhl. Man kann das sich das gut vorstellen, wie das aussieht. Bauchweh ist es natürlich ein völlig unspezifisches Zeichen. Es gibt noch viele Sachen, die Bauchweh machen. Aber wenn man jemanden plötzlich Bauchweh hat, der vorher nie gehabt hat, dann sollte man sicher schauen, warum das so ist. Gewichtsverlust ist grundsätzlich auch ein Alarmzeichen, aber für irgendwelche Erkrankungen. Das ist also ganz, ganz unspezifisch und ist halt leider meistens ein Spottzeichen. Vorsorgeuntersuchungen, die man machen kann, die man relativ einfach machen kann, das ist bei uns in den Praxen, dass man den Stuhl untersucht auf Blut. Es gibt auch sehr gute Untersuchungen, die auch angehen, die so können unterscheiden, zum Beispiel, wenn jemand eine Blutwurst gegessen hat am Vorabend oder ob es wirklich menschliches Blut ist. Das kann man unterscheiden. Dann die Rektaluntersuchung, habe ich vorher schon gesagt, also mit dem Finger ertastet man einen nicht unwesentlichen Teil von solchen Tumoren. Dann die Dickdarmspiegelung. Das ist, wenn man so mit einem Rohr geht man da unten rein und kann den Darm aufblasen und nachher kann man eigentlich den ganzen Darm sehr gut anschauen, vorausgesetzt der Darm ist abgeführt, sonst muss sich der Armkerl durch Stuhlmasse durchspülen. Und die Dickdarmspiegelung wird eigentlich empfohlen, so alle 10 Jahre. Wenn jemand in einer Risikogruppe ist, entsprechend häufiger. Oder wenn bei jemandem zum Beispiel mal ein komischer Polyp festgestellt worden ist, dann kann man das reduzieren auf 5 oder noch weniger Jahre. Also gemäß der heutigen Richtlinie wird das etwa bis 70. Lebensjahr durchgeführt. Nicht, dass man sagt, ja, das ist abgeschrieben, aber das Risiko nimmt dann auch ab, oder? Für dass man da irgendetwas feststellt. Und es ist natürlich auch so, dass die Operabilität nimmt, ist etwas, was auch abnimmt und so weiter. Also im Einzelfall muss man da sicher immer wieder neu entscheiden. Ich erinnere mich nur daran, dass wir haben so einen relativ originellen Professor gehabt in Bern, das war der Professor Riva. Und der hat hier in einer klinisch-pathologischen Besprechung ist ein Patient vorgekommen, wo man mit 85 hat man da noch oben und unten und weiss ich wo hingeschaut. Und dann hat er gesagt, und ich bitte Sie, meine Damen und Herren, falls Sie je Gelegenheit haben sollten, Ihren alten Professor zu behandeln, dann ersparen Sie ihm solchen Blödsinn. Das ist also, bei irgendwelchen Verdachtsmomenten, also wenn jemand Blutungen hat, oder was eines von den Symptomen, die ich vorher beschrieben habe, dann tut man heute relativ freizügig zu der Dickdarmspiegelung greifen, weil das ist der Goldstandard. Man sieht es, man kann biopsieren und man hat eigentlich das bestmögliche Rendement von einer Untersuchung. Computertomogramm, das ist auch möglich. Mit den heutigen Computertomographen und mit der Rechenleistung von den heutigen Computer können die Radiologen den Darm quasi wie auf einem Servierbrett aufrollen und können ihn so anschauen. Kostet aber auch einiges und hat nicht eine unwesentliche Strahlenbelastung. Früher hat man einmal den Holzknecht gemacht, das ist mit Barium-Einlauf und dann hat man so geschaut, wie sich das entleert. Wird eigentlich heute nicht mehr gemacht. Was sicher auch eine Bedeutung hat, das ist der Ultraschall vom Bauch. Dort hat man keine Strahlenbelastung und sieht einen Haufen Organe sehr gut. Das sind die Organe, die keine Luft drin haben, den Darm sieht man nicht gut.
aber man sieht die Leber, man kann Bauchspeicheldrüsen, man kann die Nieren sehen und so weiter. Das ist nicht eine unwesentliche Untersuchung und natürlich Herz-Lungen-Röntgen, weil in der Lunge, das ist eines von den Organen, wo natürlich Ablecker können entstehen. Stadieneinteilung von einem, wir reden von, das ist die Dickdarmwand. Hier innen, die blauen, das sind die Zellen von der Schleimhaut. Da kommt das Bindegewebe, dann die Muskulatur. Der Darm hat Muskulatur, der bewegt sich ja. Und nachher der ist die Schicht zwischen Muskulatur und dann ist die Serosa, das ist die, die äußerste Schicht, die gegen das Bauchfell ist. Wir reden, je nachdem wie tief das er eindringt, von verschiedenen Stadien. Also Stadium 0 bis 1, das ist, wenn es nur gerade oberflächlich ist und eigentlich nicht mal recht in der Schleimhaut drin ist. Häufig ein Polyp, der nur einen bösartigen Oberflächenanteil hat. Und dann kann man den relativ gut vollständig entfernen. Stadium 2 ist, wenn die Schleimhaut vollständig durchdrungen ist. Stadium 3 ist, wenn es bis zu der Muskulatur geht. Und Stadium 4 ist dann, wenn es im Prinzip durch die ganze Wand durchgeht. Das ist jetzt also wirklich schematisch gezeichnet. Nicht, die sehen nicht so aus, aber das ist ein Schema. Und das ist natürlich möglich, dass man muss die Lymphknoten untersuchen, die im Bauch sind, wo da die Lymphe herfließt von den Gedärme. Und dann muss man natürlich schauen, ob es in der Leber, in den Lungen oder im Hirn irgendwelche Ablecker hat. Ich zeige Ihnen, kann man ein bisschen dünker machen, sonst sieht man es fast nicht. Also das ist eine familiäre Polyposis, die ich vorher erwähnt habe. Das ist ein Dickdarm, wo es überall hat, so solche Polypen. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass es ganz, ganz schwierig ist, herauszufinden, welcher das jetzt dumm tut und welcher nicht, weil es können auch. Dann haben wir jetzt malignen Polyp, vor allem hier sieht man es relativ gut. Sie sehen, der Polyp ist hier und der ist hier völlig verändert. Und das ist sicher einer, den man muss biopsieren muss oder möglichst sogar ganz rausnehmen. Auch hier sehen Sie den Anteil, oder den, wo nicht toll aussieht. Und jetzt, das ist der Tumor. Also Sie sehen, da ist jetzt ein Tumor, der ringsum geht. Der hat da auch eine Stenose gemacht. Also das Lumen vom Dickdarm ist nur noch klein. Das ist logisch, dass da nicht viel durchkommt. Auch da ist ein Tumor, der oberflächlich aufliegt. Und da ist einer, der so ein bisschen exophytisch wächst. Und da sehen Sie jetzt, wie man das kann zum Teil behandeln. Also das ist jetzt mit einer Schlinge, wird da so ein Polyp angegriffen und nachher da kann man mit elektrischem Strom kann man den abtrennen. Oder man kann auch ganz entfernen, oder da sehen Sie, wie biopsiert wird. Das ist so ein Zängli, wo man durch einen Instrumentalkanal einführt und dann macht der Pöpp und nimmt ein Stückchen weg. Das kann man rausziehen, das ist nicht gross, das ist vielleicht ein Millimeter im Durchmesser, reicht aber im Pathologen völlig, um zu beurteilen, ob das gut ist, gutartig ist oder nicht. Jetzt weiss ich nicht, habe ich Sie erschlagen oder leben Sie noch? Und haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Wie sinnvoll ist es, dass man eine prophylaktische Untersuchung macht, wenn man kein Darmkrebsrisiko hat? Das ist grundsätzlich eine Temperamentsfrage. Aber also heute wird empfohlen, weil es doch ein relativ häufiger Tumor ist, dass man halt eben gleich alle 10 Jahre so eine Dickdarmspiegelung macht. Aber sicher nicht häufiger und sicher nicht in jungen Jahren. Also, die so mit 50 könnte man langsam anfangen.